Hallo und herzlich willkommen zum 7. Guild Wars Corecast. Ich bin's wieder, der Chaos Mole, und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Präsentiert wird das Ganze natürlich wie immer von guildwarscore.de, und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal direkt mit der ersten News an. Und zwar geht es um die Patch Notes vom 11.10.2012. Die Patch Notes selber haben jetzt keine wirklichen spielerischen Änderungen gebracht, sondern sind eher Bugfixes gewesen. Zum einen wurde ein Problem behoben, dass einige Spieler bei den PvP-Matches im Ladebildschirm festhingen und nicht mehr vor und zurück konnten. Und außerdem wurde ein Bug behoben, in dem die Kopfgröße der Asura-Charaktere nach der Charaktererstellung nicht so geblieben sind, wie sie es eigentlich sollten. Dieser Fehler wurde nun auch behoben. Die Köpfe der Asura sind wieder alle so, wie sie sein sollten. Und ja, wer jetzt sagt, das sind aber ziemlich kleine Patchnotes, der hat noch nicht die Patchnotes vom 15.10. gesehen, nämlich dort gibt es keine. Jetzt wird man natürlich sagen, hä, Moment mal, hier gab es doch Wartungsarbeiten, warum gibt es verdammt nochmal keine Patchnotes? Das ist richtig, es gab Wartungsarbeiten, aber das waren eher Wartungsarbeiten für die Server und keine Wartungsarbeiten für das Spiel direkt. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, denn dafür kriegen wir nächste Woche einen richtig fetten Patch von ArenaNet präsentiert, und der wird so einiges mit sich bringen, wie zum Beispiel das Halloween-Event, der Schatten des verrückten Königs. Die Spatzen haben es ja schon von den Dächern gepfiffen, dass es dort eben halt ein bisschen was geben wird zu diesem ganzen Event. Und ArenaNet ist jetzt auch konkreter geworden, was uns dort eigentlich erwartet. Zum einen wird das Halloween-Event genau am 22.10., also zum Erscheinen des Patches, starten und wird bis zum 31.10., also Halloween, laufen. Und dieses ganze Event soll in 4 Akten gestaffelt sein. Das heißt, am 22.10. wird der erste Akt starten und am 31.10. wird dann der letzte und vierte Akt mehr oder weniger zu Ende gehen. Und jetzt wird man natürlich fragen, ja, das ist ja ganz interessant, aber was erwartet uns da eigentlich? Ganz so viel hat ArenaNet noch nicht verraten, aber hat schon mal einige interessante Hinweise gegeben. So wird es zum Beispiel natürlich die üblichen Dekorationen zu Halloween geben. Außerdem wird es neue Minispiele und dynamische Events geben. Und die Welt soll in einem völlig neuen Licht erscheinen. Und ja, was das jetzt so genau heißt, wollte uns ArenaNet nicht sagen, also zumindest nicht im Detail. Aber ArenaNet hat noch eine interessante Warnung rausgegeben. Die Spieler selber sollen daran denken, dass Halloween die Jahreszeit ja ist, in dem die Grenzen zwischen dem Dies und dem Jenseits ziemlich zerbrechlich sind. Was das jetzt für den Spieler bedeutet, ja, wollte uns ArenaNet nicht erzählen. Da müssen wir wohl bis zum 22. warten, aber so lange ist es ja Gott sei Dank nicht mehr hin. Ich freue mich auf jeden Fall schon tierisch auf das Event und bin mal so gespannt auf die Dinge, die da kommen mögen. Und ja, nicht nur das Event wird mit diesem Patch kommen, sondern auch die bezahlten SPvP-Turniere. Die normalen Turniere kennen ja, denke ich mal, einige schon. Also man meldet sich ganz normal bei dem Turniermanager an und wird dann eben halt mit zufälligen Leuten zusammengewürfelt und kann dann eben halt bessere Belohnungen in diesen Turnieren gewinnen. Die bezahlten Turniere sind aber ein bisschen anders. Und zwar müssen die Spieler natürlich eine Teilnehmergebühr entrichten. Und diese Teilnehmergebühr sind diese Turniertickets, die man immer mal wieder beim Level Up in diesen Belohnungstruhen oder so gefunden hat. Oder auch, man wird sie dann im Edelsteinshop kaufen können, um dort eben Teilnehmer machen zu können. Und natürlich werden diese bezahlten Turniere dann auch mehr Belohnungen geben. Dementsprechend, wie deine Platzierung in diesen bezahlten Turnieren ist, wirst du Gold, Silber oder Kupfertruhen enthalten. Sowie Ruhm, Rangpunkte und Edelsteine. Diese drei Sachen wiederum wird es aber nur für die ersten 4 Plätze geben. Und der einzige neue Punkt bei diesen 3 Punkten sind die Rangpunkte. Die Rangpunkte gibt es ja so zurzeit noch nicht. Diese Rangpunkte brauchst du dann aber, wenn du denn irgendwann auch mal bei größeren Turnieren mitmachen möchtest. Und damit du denn überhaupt dafür eine Einladung bekommst, brauchst du eine gewisse Höhe an Rangpunkte. Des Weiteren kann man nicht einfach so wie bei den normalen Turnieren sich anmelden.
als einzelner Spieler, sondern eben halt, man muss eine vorgefertigte Gruppe besitzen und dann eben halt dort mitmachen zu können. Also das funktioniert eben halt nicht, dass man sich dort einfach nur selber anmelden kann. Und wir bleiben gleich mal beim PvP, nämlich ArenaNet hat sich zu den selbst erstellten Arenen geäußert. Man möchte den Spielern eben halt die Möglichkeit bieten, eigene Arenen zu mieten. Was jetzt das Mieten bedeutet, was das kostet, hat ArenaNet leider nicht erzählt. Und man eben halt in diesen gemieteten Arenen eigentlich alle Optionen besitzt, die wichtig sind für einen. Also man kann ein Passwort auf diese Arena machen, man kann private Turniere veranstalten, man kann die Map-Rotation ändern, man kann seine Lieblingskarten ein- oder ausbauen und so weiter und so fort. Also man hat hier ganz, ganz viele Möglichkeiten, eben halt in seine eigene erstellte Arena zu erstellen. Wann das genau kommen wird, ist noch nicht ganz sicher. Das wird definitiv nicht mit dem nächsten Update kommen, sondern in nächster Zukunft. Was jetzt die nächste Zukunft ist, sei jetzt mal dahingestellt. Das werden wir dann erfahren, wenn es soweit ist. Ja, dann gibt es natürlich auch noch eine Änderung für die PvE-Fans da draußen. Und zwar möchte man ein neues Belohnungssystem für die Verliese einbauen. Zurzeit ist es ja so, dass man Dungeon-Tokens bekommt, wenn man eben halt einen Weg der Instanz komplett beendet hat. ArenaNet hat jetzt erkannt, dass das Problem noch einige Schwächen zeigt. Denn es ist so, dass es wirklich einige Gruppen gibt, die es eben halt nicht schaffen, diese Kette zu beenden oder diesen Weg. Und deswegen möchte man das so machen, dass die Items, die von den Bossen droppen, etwas überarbeitet wird und auch eine Chance hat, eine kleine Menge von Dungeon Tokens zu bekommen. Das möchte man eben halt anbieten, weil es wirklich einige Gruppen gibt, die es nicht immer schaffen, aus verschiedenen Gründen. Die Änderung finde ich gar nicht so schlecht, weil man investiert ja doch Zeit dafür. Und wenn man halt Pech hat und nach 2 Stunden die Instanz nicht geschafft hat, ist es zurzeit so, dass man eigentlich nichts bekommt. Und das ist natürlich dann ziemlich ärgerlich und trübt ja dann doch ein bisschen den Spielspaß. Und dass man jetzt eben halt sagt, ey komm, na wenigstens ein bisschen sollte er bekommen, finde ich gar nicht so schlecht. Kannst mir ja gerne mal deine Meinung dazu unten in die Comments schreiben, was du davon hältst, ob das so der richtige Weg ist oder nicht. Und dann gab es noch eine interessante Frage von einem User. Und zwar hatte der gefragt, ob es möglich ist, dass ArenaNet in allen Instanzen die gleichen Tokens anbieten könnte. ArenaNet hat sich dazu dann geäußert und meinte, dass sie von der Idee nicht wirklich etwas halten, weil eben halt, wenn sie überall die gleichen Tokens anbieten würden, die Leute sich den leichtesten Dungeon raussuchen würden und diesen dann immer und immer wieder absolvieren würden, um eben halt schneller an ihre Items heranzukommen. Und deswegen werde man wohl diese Änderung nicht einbauen. Finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Macht auch ziemlich Sinn, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Leute wirklich dann genau das machen, die einfachste Instanz immer wieder abfahren, bis dann ihre Items zusammen haben. Und das ist ja dann auf die Dauer auch ziemlich langweilig. Ja, dann gibt es noch eine kleine Info zu der Sicherheit deines Accounts. ArenaNet hat ja immer wieder betont, dass man eben sein Passwort schützen muss und die E-Mail-Authentifizierung aktivieren soll und so weiter und so fort. Und jetzt hat ArenaNet die Authentifizierung für Mobilgeräte freigeschaltet. Die gibt es für alle relativ großen und gängigen Mobilgeräte, eben halt für das iPhone, für Android Phone und für das Windows Phone. Man kann sich dann selber eine App runterladen und jedes Mal, wenn man sich eben halt neu einloggt mit dem Computer, bekommt man keine E-Mail, sondern eben halt eine 6-stellige Nummer auf seinem Handy angezeigt und muss diese dann in einem Fenster eintippen. Erst wenn diese Nummer richtig ist, kann man sich halt in dem Account einloggen. Und ja, das soll eben halt Hacker
das Hacken erschweren, denn der Code selber ist nur 30 Sekunden verfügbar. Ich habe mir das selber mal für mein Android runtergeladen. Funktioniert ganz gut, es ist auf jeden Fall kostenlos. Das ist jetzt auch nicht anders als die ganzen anderen Authentifizierungssoftwares, die man von anderen Spielen kennt, also sei es WoW, Star Wars, Rift oder so. Da ist kein Unterschied, also wer diese kennt, wird auch hier super leicht reinfinden und selbst wenn man die nicht kennt, ist das Programm mehr oder minder selbsterklärend. Ja. Das war es dann auch schon wieder mit dem 7. Guild Wars Scorecast. Ich hoffe, du hattest deinen Spaß gehabt und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann!